Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Wars of the Lich King oder Wotelka, wie auch immer. Wir sind immer noch in der Nähe vom Nexus und ich habe uns schon mal angemeldet. Sieht ganz gut aus, weil wir haben schon einen Tank mit mir, zwei DDs. Schöne Sache. Was das war rauskommt. Ansonsten müssen wir immer sammeln, 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 sammeln und sammeln. Mal über spielt man wieder folgt hier. Man kennt es ja nicht anders. Wie soll man da dran kommen? Die Drachen, weiß ich nicht, ob er die irgendwie sehe. Also ich sehe noch mal, ich meine, wir haben in der letzten Folge einen gesehen. Fliegen, aber. Oh Mann. Ach, doch schon 9. Ich dachte 7. Ach so, da waren 2 da. Ne? Verstehe. Das ist auch nicht auf. Gegen ein Stück. Ja. Das ist nicht so gewesen. Hat er uns gefunden. Auch schön. Und wir haben gerade irgendwas Blaues entdeckt. Warte. Ist so meins, aber gut. Richtig oder nicht? Doch, ne. Machen wir es. Nexus. Doch, ne. Da. Ehre dem König, Freund. Drachen, ja. Ah. Okay. Kriegen wir was Tolles? Theoretisch schon. Das ist viel Gold. Dankeschön. Ah, hier können wir quasi Dailies machen. Abgegeben, okay. Ja, jetzt spackt es ein bisschen rum.
es ein bisschen rum. Perfekt. Ne? Das ist ja nicht normal. Die waren cool, die Schultern. Also vom Aussehen. Ja gut, jetzt Beweglichkeit, weiß ich nicht. Krieger oder Paladin. Oder Dekan. Ich glaube, es macht nur Crit, glaube ich. Weil Stärke macht Angriffskraft. Na gut, oder? Nee, ich glaube. Nee. Wir brauchen ja schwere Rüstung. Hier ist es eine schwere Rüstung und irgendwann heißt es ja Kette. Boah, das ist doof. Aber gut. Irgendwas noch nicht mehr gibt. Ja, natürlich was, ne? Jo. Wir können uns nicht angreifen, ne? Dass er uns one-hittet oder so. Finde ich eher uncool. Da wäre ich eher dagegen. Müssen wir den in der Mitte auch noch killen? Jo. Dann arbeiten wir uns mal durch hier. Aber hält schon deutlich mehr aus, habe ich das Gefühl. Ach, der hat sogar eine Route für uns. Köder und Route gehört auch zu dem. Okay.
hier hin. Ich bin tot. Blöde Mistvieh. Töte das da. Blödes Mistvieh. Ja. Epischer Kampf, kein Epik. Aber die Route. Sehr gut. So. Saragosa. Gigi. Hier, der Sport Gigi. Saragosa. So, sehr gut. Er wollte Saragosa vielleicht. Ich glaube, man muss nachher noch irgendwas anderes für Saragosa machen. Ich weiß, weiß nicht, ob das erst in Kata ist, ob man da noch mit Saragosa sprechen muss oder beschwören muss oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sehen den 25 Minuten des Server noch schaut. Ich glaube, das wird nichts hier mit unserer Instanz. Saragosa, oh Mann. Das könnte da auf der Plattform sein. Das ist toll am Fliegen, ne? Ich weiß gar nicht, wie man da sonst hochgekommen wäre. Der ist aber groß. Okay, macht Fokus. Da ist er. Der ist die. Sehr große. Ich weiß nicht, ob wir die töten. Also, wenn es ganz stark ist, weiß ich nicht. Ist ja schon, ne? Freundlich. Okay, getötet haben wir so. Okay. Ah, warum nicht? Was macht der so Sinn? Ach, nice. Tempowertung, hey, Tempowertung. Brauchen wir Tempowertung auch? Gucken, was wir noch haben hier. Angriffskraft. Echte Verhaltens mit denen, Angriffskraft. Na das, weil es von der meisten Kohle so. Das Gebiet ist so kurz zu bringen. Okay, machen wir das doch. Ach, guck mal. Noch einfacher, man kann einfach. Pupp machen. Das ist einfacher. So, Papa, die komische Kuh los, falls es einer mal wissen wollte. Nicht entzünden das Signal vorher. Ich glaube, das haben wir irgendwann gesehen.
Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, wenn es wieder heißt Let's Play WoW 7 War of the Lich King. Bis dahin, würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo bitte da, damit ihr nichts mehr verpasst. Denkt dran, es ist kostenlos. Teilt das Video mit euren Freunden. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.